Wir wollen ein Zeichen setzen, das die Welt erschüttert. Ein Zeichen, das sie aus den Angeln hebt. Ein politisches Zeichen, selbstverständlich, denn wir sind Anarchisten. Wir begeben uns daher in das Zentrum der Macht dieser Welt. Das liegt Ende des 19. Jahrhunderts in London. Unser Zeichen soll aber nur ein symbolisches, kein blutiges sein. Also lassen wir die Bombe in einem Park hochgehen. In einem sorgfältig ausgesuchten Park natürlich. Einen Park, auf den die Welt blickt, blicken muss. Der liegt in Greenwich, vor den Toren Londons. Hier verläuft der uns allen vertraute Nullmeridian. Jener vom Nord- zum Südpol gezogene Halbkreis, mit dem die Geographen des Kolonialismus die Erde aufteilen. Im Park vor dem königlichen Observatorium ist eine Platte aus Bronze eingelassen, die den Meridian anzeigt. Diese Platte werden wir sprengen. Die Welt wird die Botschaft verstehen. Das, meine Damen und Herren, ist der Plot eines der finstersten Romane der Weltliteratur. Sein Autor wurde 1857 in Berditschow geboren, das heute in der Ukraine liegt, damals zu Russland gehörte und davor zu Polen. Polnische Adelige waren die Vorfahren dieses Autors, der sich seit 1886 Joseph Conrad nannte. Er gilt als einer der größten Romanschriftsteller nicht nur der englischen Sprache. Und schon sein Lebensweg ist eine eigene wilde Erzählung. Konrads Vater Apollo Korczeniowski war Literat und polnischer Patriot. Übersetzer unter anderem von Shakespeare, Charles Dickens, Victor Hugo, Autor von politischen Dramen und selber auch politischer Drahtzieher. Die zaristischen Behörden verhafteten ihn wegen seiner Beteiligung an einem Aufstand in Warschau 1863, dem berühmten Januaraufstand. Er wurde ins Exil nördlich von Moskau verbannt. Seine Frau und sein vierjähriger Sohn konnten ihn dorthin begleiten. Doch bald erkrankte seine Frau. Die Familie durfte wieder in die Heimat, aber die Mutter starb bald und der Vater wenige Jahre später. Mit 11 war Konrad vollweise. Er lebte bei einem Onkel in Krakau, doch langfristig drohte ihm die Einberufung in das russische Militär. Als Sohn eines Strafgefangenen hätte ihn das bis zu 20 Jahren Dienstzeit kosten können. So machte er sich mit 16 auf nach Marseille und wurde Matrose auf verschiedenen französischen Schiffen. Die Reisen brachten ihn in die Karibik und an die Küste von Venezuela. Er soll sich dort an Waffengeschäften beteiligt haben, allerdings ohne Erfolg. Ohne Erfolg suchte er dort auch die Liebe einer Frau. Eine erste, es sollte nicht die letzte bleiben, eine erste seelische Krise, von den körperlichen will ich hier gar nicht reden, führte 1878 in Marseille zu einem Selbstmordversuch. Kaum erholt heuerte er auf einem britischen Schiff an. Das war der Anfang von 16 Jahren in den Diensten der Handelsmarine, die ihn mehrfach nach Asien führten, unter abenteuerlichsten Umständen, von denen er später in zahlreichen Romanen und Kurzgeschichten Zeugnis ablegte. Ich nenne hier aus dem großen Erzählwerk schnell nur die bekanntesten Titel: Der Neger von der Narzissus, Nostromo, Taifun, Jugend und jene Novelle, die von den meisten heutigen Lesern mit seinem Namen verbunden ist. Das Herz der Finsternis. Das Herz der Finsternis gilt Forschern heute als das anspruchsvollste, auch als das ehrgeizigste Buch von Joseph Conrad. Und es hat sich in den letzten Jahren auch ein gewaltiger Streit darüber entzündet, wie es jenseits des Literarischen als des Autors, wenn Sie gestatten, als des Autors Botschaft zu bewerten sei. Schauen wir uns den Fall aus der Nähe an. 1889 wurde Conrad Kapitän eines Dampfschiffes, der Roi des Belges, die den Kongo stromaufwärts befuhr. Conrad hatte von einer solchen Reise immer geträumt. Das Gebiet, das er betrat, nannte sich seit 1885 unabhängiger Staat des Kongo.
Und man darf dieses Wort unabhängig getrost so verstehen, dass auf diesem Territorium keinerlei Gesetze gelten dürften, die der gnadenlosen Ausplünderung der einheimischen Bevölkerung und der Bodenschätze des Landes durch die Gangster des belgischen Königs Leopold II. Einhalt geboten. Die Gangster nannten sich Handels-, manchmal auch Entwicklungsgesellschaften oder traten als christliche Missionare auf. Der europäische Gedanke des Herrenmenschentums, des unbeschränkten Privateigentums, das sich die Erde untertan macht, feiert hier einen ersten großen Triumph. Joseph Conrad fährt mit seinem Schiff von Handelsstation zu Handelsstation und erlebt Tag für Tag das Grauen der nackten Gewalt der Kolonialherren. 10 Jahre später, 1899, veröffentlicht er darüber jenen nur scheinbar fiktiven, den in die Form der Novelle gekleideten Bericht über eine Reise in das Herz der Finsternis. In dieser Novelle heißt der noch junge Kapitän des Schiffes, Charles Marlowe, die zentrale Gestalt des Bösen, gleichsam die Verkörperung der moralischen Finsternis, ist ein Elfenbeinhändler, der Handelsagent Kurtz. Kurtz hat sich in der Wildnis ein kleines Imperium aufgebaut. Keine Schandtat, kein Raub, kein Mord, keine Orgie ist ihm fremd. Er ist, betrachtet mit den Augen seines Besuchers Marlowe, und daher mit den Augen von Joseph Conrad, der schreckliche Ausdruck all dessen, was ein Mensch sein kann. Ein Abbild der Freiheit und ein Abbild der Wildnis. Jener Wildnis, in die Kurtz sich begeben hat. Kurtz, eine Kreatur, die bald an ihrer eigenen Macht, an der ausgelebten Freiheit zugrunde gehen wird. Natur, das müssen wir im Auge behalten, auch die Natur des Menschen ist in diesem Verständnis nichts Versöhnliches. Sie ist nicht Bio, sie ist, wie es bei Rudyard Kipling hieß, nur eine Chiffre für geschärfte Klauen und Blutlust. Kapitän Marlowe versucht, den todkranken Kurtz vor dessen Ende noch zu einer anderen Einsicht zu bekehren, womöglich gar zu einem Gefühl der Reue. Und er deutet die letzten Worte des sterbenden Kurtz, oh Schrecken, Schrecken, als eine erste Einsicht in dessen moralische Verwerfung. Doch vielleicht ist es nur ein frommer Wunsch. Ein Wunsch, ein Aufbäumen gegen das moralische Verzweifeln. Denn für Charles Marlowe, mithin für Joseph Conrad, steht fest, dass ein Stück von diesem Kurtz auch in ihm, in all seinen Figuren und auch in all seinen Lesern steckt. Wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, ist dieser Kurtz auch schlicht eine kleine andere Ausgabe von König Leopold von Belgien. Gestatten wir uns, verehrte Zuseher, ein kleines, ein zeitgleiches und gleichzeitig wirres Blitzlichtgewitter. Wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts. Joseph Conrad, auf der Suche nach einem Kindheitstraum, schippert den Kongo-Fluss aufwärts und wird mit dem Verbrechen schlechthin konfrontiert. Theodor Fontane wandert durch die Mark Brandenburg, doch literarisch plant er bereits eine Serie von Romanen über das Böse. Maupassant und Zola finden das Inhumane, die moralischen Abgründe in der vornehmen Pariser Gesellschaft. All dies vollzieht sich in einer und derselben Zeitepoche, wird literaturhistorisch als die Zeit des Realismus zusammengefasst. All dies sind aber auch als Symptome gedeutete Zeichen einer Zeit, die wir als das fiebrige Fin de siècle, das Ende des Jahrhunderts, bezeichnen. Eine Ansammlung all jener finsteren Kräfte, die bald im Ersten Weltkrieg ihre, wie Karl Kraus schrieb, ihre schreckliche Entladung finden sollten. Joseph Conrad, ausgerechnet dieser moribunde, schwer depressive, auch schwer von physischen Krankheiten gezeichnete Mensch, ist nun einer der wichtigsten Erzähler dieser moralischen Verwerfungen. Und er beschreibt sie, wie man 50 Jahre später sagen würde, aus einer existenzialistischen Perspektive. Der Mensch ist ein dem Schicksal Ausgelieferte. Das ist der eine sozusagen der lebensphilosophische Aspekt. Möchte Ihre Aufmerksamkeit, verehrte Zuseher, aber noch auf einen anderen Blickwinkel lenken, der Ihnen, Verzeihung für das Bild, ins Auge springt, wenn Sie eines der Bücher von Conrad wieder lesen. Sie werden nämlich bemerken, wie unendlich stimmig die Beschreibungen der Landschaft, der Natur mit der Beschreibung einer Gefühlslage korrespondieren. Gut, heute rümpfen manche Kritiker darüber ihre empfindliche Nase,
Doch ich bleibe dabei stimmig. Natürlich nicht im billigen Sinne etwa eines Gewitters, das eine Auseinandersetzung der handelnden Personen ankündigt. Des Regens, der ans Fenster schlägt und all dieser schon damals weitgehend abgenutzten Regieanfälle. Nein, stimmig fast ein wenig wie die Bilder, die wir aus der Traumdeutung, aus der Psychoanalyse kennen. Da taucht keine Schlange auf, die einfach nur sagt, hier bin ich, weil wir uns in den Tropen befinden. Keine Stromschnelle, um der Handlung eine Beschleunigung zu verpassen. Kein Vollmond, um Frieden zu verbreiten. Joseph Conrad ist der Meister einer nur dem nach- oder mitdenkenden Leser entzifferbaren Metaphorik der äußeren wie der inneren Natur, des Deutlichen und des Stummen. Ich greife hier einmal das Wort stumm auf, meine Damen und Herren, um geschwind noch auf ein Thema zu kommen, das seit ein paar Jahren stets auf dem Programm steht, wenn von den Werken Conrads, ganz besonders wenn von der Novelle Das Herz der Finsternis die Rede ist. Wie behandelte Conrad eigentlich die Opfer, lautet in diesem Zusammenhang eine gern gestellte Frage. Gibt er eigentlich auch ihnen eine Stimme oder sind sie für ihn einfach nur Statisten? Ein prominenter Wortführer dieser Kritik ist der nigerianische Autor Chinua Achebe, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Jahre 2002. Für Chinua Achebe ist Joseph Conrad ein klassischer Rassist, der gerade in das Herz der Finsternis die am Ufer des Kongo lebende afrikanische Bevölkerung entpersonalisiert, sie nur als eine diffuse Erscheinung von Gliedmaßen, schimmernden Augäpfeln und zuckenden Bewegungen wahrnimmt. Daran ist wohl wahr, dass Conrad in der Tat keinen Schwarzen als Helden herausgestellt hat. Das wäre allerdings in einer Novelle auch nicht ganz einfach gewesen, einer nicht sehr langen Novelle, deren Thema die Ausbeutung, die Unterdrückung, die Versklavung der am Kongo einheimischen Bevölkerung zum Thema hat. Und dass er nicht über die einheimischen Sklavenhändler schrieb, die oft eine veritable Machtstellung erlangten, wird ihm ganz gewiss auch Chinua Achebe nicht vorwerfen. Joseph Conrad, meine Damen und Herren, war bis zu seinem Tod im Jahre 1924 ein Getriebener. Getrieben von Finanz-, von Gesundheits- und von Versagensängsten. In der Sprache, in der er aufgewachsen war, wollte er sich nicht ausdrücken. Und nachdem er, das war 1894, die Seefahrt aufgegeben und sich für die Schriftstellerei entschieden hatte, musste er noch zwischen dem Französischen und dem Englischen wählen. Er beherrschte beide Sprachen gleich gut. Schon sein Vater, wir erinnern uns, hatte ja sowohl Shakespeare wie Victor Hugo übersetzt. Er entschied sich für das Englische, gilt heute und galt sehr früh schon als stilistisches Vorbild. Und deswegen möchte ich die heutige Sendung gern mit einer kleinen Anekdote schließen, die wir dem wunderlichen, dem liebenswerten Schriftsteller Ford Madox Ford verdanken, der einmal Ford Hermann Hüffer hieß, weil seine Vorfahren aus dem westfälischen Münster stammten. Madox Ford und Joseph Conrad waren befreundet. Eine Zeit lang lebten sie Zimmerfenster gegenüber Zimmerfenster. Conrad hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, statt ein Wörterbuch zu benutzen, das Fenster aufzustoßen und auf Französisch zu rufen, Madox, wie sage ich, Herzensangelegenheit, am besten auf Englisch. Madox Ford öffnete seinerseits das Fenster und gab die gewünschte Auskunft. Das ist keine Sprache, der ich eine große Zukunft gebe, antwortete Conrad und schloss wieder sein Fenster.